Der Neuling lernt schnell. Wenn ein Konstrukteur, wie Peugeot, einen neuen Bereich investiert, sucht er die Besten und analysiert. Und dann heißt das Ergebnis 5008. Kompakte Großraumlimousine mit gespannten Linien und größeren verglasten Oberflächen erinnert den 5008 mehr an eine etwas höhere und breite Limousine als an einen Familiennutzfahrzeug. Innenraum. Die große und gute Überraschung betrifft das Innenraum. Nach einigen Kilometern verliert man das Gefühl der Dimension, um nur jene des Komforts zu fühlen. Sei man Mann oder Frau, verleiht die leicht erhöhte Sitzposition, sowie der leichte Zugang an allen Instrumenten und Fahrhilfen, ein wahres Sicherheitsgefühl, und erlaubt auch eine weite und breite panoramische Sicht. Ein Instrumentenbrett, das gut vom Außenlicht geschützt ist, liefert deutlich alle Hinweise. Aber der kleine Zucker ist der serienmäßige Head-Up-Display, der auf einem kleinen Plastikbildschirm direkt in Ihrem Gesichtsfeld die wichtigen Straßenhinweise liefert. Unterstützt durch ein wirksames Navigationssystem, das sogar, in Frankreich, die festen Radarpositionen liefert, sowie die dazu angemessene Höchstgeschwindigkeit, hilft dazu, einige kleine Unaufmerksamkeitsfehler zu vermeiden. Vorne könnte man auch noch die vernünftige Anwesenheit eines Handschuhfaches unter der Lenksäule erwähnen, oder das, zwischen den Sitzen, gekühltes Kompartiment. Der Sitzkomfort ist ohne Kommentar. Die Aufrechterhaltung ist wirksam und die verschiedenen bequemen Einstellungen leicht einzustellen. Im hinteren Teil profitieren die Passagiere, Kinder oder Erwachsene von mehr als genug Platz. Die Sitze sind breit, aber bieten keine gute Seitenaufrechterhaltung vor. Dieses hauptsächlich wegen ihrer modulierbaren Konzeption. Lagerabteilungen an den Füßen bieten willkommene Zufluchten für Spielzeuge oder anderen Sachen an. Eine DVD-Einrichtung mit Monitoren, die in die Kopfstütze integriert wurden, erlaubt, zwei verschiedene Programme zu konsultieren, mit oder ohne Bluetooth-Kopfhörer. Stabile Arbeitsablagen vervollständigen den Hinterraum. Die zwei Plätze in dritter Reihe, auch wenn sie etwas eng sind, können für Erwachsene als Notsitze dienen. Dem entgegen sind sie für Kinder bei weitem ausreichend. Nutzbarkeit. Volumen, wenn du ein Verkaufsargument wirst. Der 5008 muss sich auch hier nicht zurückhalten. Er macht genauso wie die anderen. In der 5-Plätzer-Konfiguration bietet er ein Volumenvermögen von fast 1200 Liter und bei gesenkten Sitzen sogar 2500 Liter Inhalt. Beim Vorderpassagiersitz gekippt verschlingt er sogar Teilen bis fast 3 Meter Länge. Technik. Ungeachtet der versuchten Motorisierung hat den 5008 durch ein wirksames Straßenverhalten überzeugt. Etwas hart an der Grenze, beweist der 5008 Souveränität, sowohl in Straßenlage, als auch in Motorik. Das Vergnügen am Fahren nimmt den Schritt auf dem Volumen und man wird überrascht, dass man suchen geht, wo Limiten sind. Motorisierungen. In der Schweiz wird den Peugeot 5008 mit zwei 1,6 Liter Benzinversionen, eine 120 und eine von 150 PS angeboten. Die erste mit einem 5-Gang-Getriebe und die andere mit einem 6-Gang-Getriebe. Beide sind bereits Euro 5 gestempelt und verbrauchen so etwa 7 Liter pro 100 Kilometer an. Beim Diesel profitieren sie von einem noch ausgedehnteren Angebot mit 4 Motorisierungen, von 1,6 bis 2 Liter und von 110 bis 150 PS. Darunter der neue 2 Liter, das ein Drehmoment von 340 Newtonmetern bietet. Passive, aktive Sicherheit und Fahrhilfen. Peugeot schlägt mit dem Hammer. Hilfe für das Einparken, Messungen der Parkplatzstelle, 3 Isofix-Befestigungen für die zweiten Sitzreihen, Vorhang-Airbag auf der ganzen Länge und so weiter und so weiter. ESP, ABS und alle üblichen Elemente sind selbstverständlich dabei. Sprechen wir über Preisen. Peugeot nimmt Ihnen alle Sorgen weg. Keine Optionslisten ohne Ende. 3 Endbearbeitung, Trendy Kling, Sport und Sportpack. Wenn die Trendy Kling Version bei 29.950 Franken beginnt, bringt sie die Sportpack bis zu 41.150 Franken. Dies natürlich für den stärksten und besten ausgerüsteten Modell. Hier gelandet bleibt Ihnen eigentlich nur noch die verchromte Verkleidung der Säulen zur Option. Unsere erste Meinung. Kurzer, aber verführerischer Spaziergang. Den 5008 verfügt über viele positive Argumente. Dynamische Karosserie,
Komforts und vollblütiger innere Ausstattung, gepflegte Endbearbeitung, gute Motorisierungen und wirksame Fahrverhalten, das alles noch mit günstiger Preis verbunden ist, müsste es den 5008 von Peugeot erlauben, einen bemerkten Eingang in dem kompakten Monospace-Segment zu machen. Der Peugeot 5008 wird von Mitte November an bei allen guten Mechanikern verfügbar sein. Jean-Louis Vidal. Autotop.ch